Hier stellt sich eine Frage, und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in mehreren Ahadith dazu aufgefordert, dass man sich selbst nicht entblößen soll. Das heißt, hat man ein derartiges Delikt begangen, dass man sich selbst nicht bloßstellt und das sozusagen, dass man das nicht beichten soll. Beichten, ja, ich meine beichten an die Gerichte und gerichtlichen Instanzen und derartiges. Man soll das nicht machen. Der Prophet hat sogar oft versucht, wenn Leute zu ihm gekommen sind, das abzuweisen. Zum Beispiel, indem er versucht hat, die Person dazu zu bringen, nicht zu gestehen. Wenn er jemand sagt, als ob du haddan, das ist ja kein klares, definitives, explizites Geständnis, oder? Das bedeutet einfach nur, ich habe etwas begangen, was sozusagen eine Sanktion erfordert. Und deswegen, bevor die Personen das fertig ausgesprochen haben, ein klares Geständnis abgelegt haben, was man nicht mehr deuten kann, hat er teilweise versucht, die Personen davon abzubringen. Manchmal hat er auch versucht, wenn sie mehrdeutige Begriffe gesagt haben, hat er gesagt, du meinst bestimmt, dass du sie berührt hast. Und deswegen, wir sehen aus diesen Texten, die Ahlul Ilm sagen, al-Sharia la tatashawwaf ila al-Hudud wal-Uqubat. Die Scharia sehnt sich nicht, strebt nicht nach diesen Sanktionen und Bestrafungen. Und wir sehen das in den meisten Fällen, yani. Zum Beispiel haben wir ein allgemeines Prinzip in dem Fiqh, das sagt, al-Hudud tudra'u bis-Shubuhat. Die Hudud werden bei Shubuhat nicht angewandt. Das heißt, sobald es irgendwelche Shubuhat gibt, werden die Hudud-Strafen fallen gelassen. Es gibt sehr viele Formen der Shubuhat. Es gibt einige Formen der Shubuhat, die wollen wir jetzt aber nicht erwähnen. Wir sehen das zum Beispiel auch bei dem Al-Qisas. Wisst ihr, was der Qisas ist? Kutiba alaykum al-Qisasu fil Qatla. In der Surah Al-Baqarah. Euch wurde der Qisas bei den Mordopfern nicht vorgeschrieben. Weil es ist nicht verpflichtend, der Qisas ist nicht verpflichtend. Euch wurde der Qisas, ich sag mal, erlaubt. Bei den Todesopfern. Das heißt Vergeltungstötung, Vergeltungsmord. Auch hier sehen wir, dass die Scharia dies erschwert. Es ist zwar das Recht, sie sieht das als Recht der Benachteiligten, aber sie erschwert es. Zum Beispiel, sie sagen, die Fuqaha erwähnen, dass sämtliche berechtigte Personen, also mitentscheidende Personen, dafür stimmen müssen. Nehmen wir mal an, der Mensch, der getötet worden ist, hat 10 Aulia, also die Nahverwandten. Einer von ihnen sagt, nein, ich bestehe auf Entschädigung, nicht auf Vergeltungsmord. Der Vergeltungsmord wird nicht ausgeführt. Er wird nicht ausgeführt.